Oh Gott, sieht das Scheißfeuer einfach beschissen aus mittlerweile. Oh Mann, ey. Aber naja, das Spiel hatte halt auch seine Jahre jetzt immer auf dem Buckel einfach mal. Verschwindet doch, was seid ihr denn für Klammeraffen? Shit, 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 shit! Oh fuck! Fuck, wir brennen schon wieder, das kann doch nicht sein. Los, Leonardo. Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Kommt ja, Leute. Eccolo, packt ihn! Jetzt, Ragazzi! Denkt an eure Ausbildung! Wisst ihr was? Dann macht's ganz einfach. Ich hab gar keine halben Sachen mehr. Mach sie weg! Mach sie alle weg! Laju! Da! Ergreift ihn! Zack, 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 zack! Du auch noch? Alles klar. Geht doch. Geile Mission, ey. Macht immer wieder Bock. Okay, das Stück hätte ich auch laufen können. Alles klar. Das Stück hätte ich auch laufen können. Na gut. Whee. Ja, wir haben einige Missionen freigeschaltet. Ich bin mal gespannt, und da kommen wir auch gerade zum Gedanke, da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung reinschreiben, wie das wäre, wenn die wirklich so ein Assassin's Creed machen würden, was auch so eine ganz, ganz offene Welt hätte, wie so ein Witcher 3 wirklich. Ja, ich meine, Assassin's Creed ist ja Open World, aber meistens, oder auch jetzt im Neuen zum Beispiel, ist ja auch nur eine Stadt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das so wäre, wenn es auch diese Größe hätte von so einem, keine Ahnung, von so einem GTA zum Beispiel oder halt Witcher oder Oblivion und Skyrim und so weiter oder Fallout. Die haben ja auch riesige zusammenhängende Städte, wo du auch von der einen Seite bis zur anderen Seite latschen kannst, wenn du Bock hast. Ich weiß nicht, wie das so wäre, ob das noch kommt, ob man das füllen kann, denn ob Ubisoft das füllen könnte mit Aktivität. Klar können wir das auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin ein wenig falsch. Sorry. Da vorne ist die Brücke. Hier müssen wir lang. Weil im Prinzip haben wir ja schon eine riesige Welt immer wieder gehabt. Aber versteht man, was ich meine? Das ist einfach nochmal so. Also immer ein, zwei Stufen nochmal größer ist und zusammenhängender. Als wenn die Welt von Assassin's Creed 3 zum Beispiel wirklich zusammenhängend wäre. Dass das Grenzland nicht so ein abgeschlossener Bereich wäre, sondern dass das vielleicht sogar noch größer wäre. Plus, dass man einfach ja vom Achilleshaus bis nach Boston gehen. Was, welche Städte waren denn nochmal? Alter, was war denn da? Boston war doch da, oder? Ja. Ja, doch, Boston war. Doch, Boston war als Stadt da.
Ja, und das halt einfach nochmal ein, zwei Stufen größer oder so. Puh. Bin mal gespannt, ob sowas irgendwann kommt. Jetzt auch gerade mit den neuen Konsolen und so weiter, was da alles möglich ist. Wenn die mal an die Grenzen kommen, ja, kann man sich nochmal freuen. Bestimmt. Nein! Toll, ihr Zivilisten, ey. Weg da bitte! So, wo müssen wir denn hin, sag mal? Da vorne. Ezio, hier drüben. Jo, Pferdchen, ist okay. Ich muss jetzt ohne dich weiter. Aber vorher plündere ich das mal hin. Ja! Ich hab dich gehört. Ich will nur kurz ein bisschen Kohle mitnehmen. Gleich kommt's wieder. Ezio, hier! Ist doch gut. So wenig Geld wartet hier gar nicht auf uns. Und ich hab ja keinen reichen Supporter hier. Hier drüben! Willst du auf die Schnauze haben, oder was? Ist deine Unterhose zu eng, oder was? Hier drüben! Ja, das ist die Frage, weißt du? Warum ist sie zu eng? Santa Croce, bitte! Ich habe euch gestört. Ich geh. Lasst mich in Frieden, bitte. Ja, renn du. Ja, ist doch gut. Nein. Es macht irgendwie Spaß, die Leute ins Wasser zu boxen, weil es keine Konsequenzen gibt. Ezio, hier. Oh, hier drüben. Er guckt mich nicht mal an, der Team. Alles klar, ich bin da, Leonardo. Alles cool. Hab Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Di niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand. Basta. Kein Pass, kein Zutritt. Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum! Ich brauche Hilfe! Okay, wie freundlich. Alle an Bord, die schreien, der schreienden Frau helfen, zurück in den Hafen zu gelangen. Oh, wenn es sein muss, dann muss es halt sein. Hilfe bitte! Ich kann nicht schwimmen! Ah, es geht ja doch. Es geht doch, freundlich. Oh, Sole mio. So hol mich doch jemand hier runter! Helft mir doch! Ist aber ganz cool, wie sich das hier alles im Wasser spiegelt. Das muss schon mal sagen. War nicht mal so schlecht. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Okay, Katharina Sforza. Was haben wir hier noch? Wie viel steht denn hier, sag mal?
Katharina wurde nach Florenz verbannt, wo sie im Jahre 1509 an einer Lungenentzündung starb. Das ist krass, wa? Lungenentzündung, wenn es schief läuft, kann sich das heutzutage immer noch bei der modernen Medizin hinraffen, einfach. Auditore, aber bitte, nennt mich Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio, müssen wir eine angemessene Belohnung finden? Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz Ohr. Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Ich wusste nicht, dass... Das ist schon gut, mein Freund. Keine Sorge. Diesmal werden wir dich nicht töten dafür. Erinnerung 6, Sequenz 6 beendet. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl ihr nicht, Ezio. Das ist Katharina Sforza, Tochter des Duca di Milano. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forlì. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Na gut, bereit sind wir denn beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, passt es hier ganz gut, einen Cut zu setzen. Wir machen beim nächsten Mal, wie gesagt, dann weiter. Und ja, Sequenz 6 haben wir beendet. Ein paar haben wir noch natürlich vor uns. Ich würde sagen, das würde ich sagen, ungefähr ein Drittel haben wir jetzt. Vielleicht haben wir ein Drittel ungefähr, Leute. Circa, oder? Ja, kommt drauf an, wie man das ausdehnt, wa? Na gut, Leute, danke fürs Zusehen. Auf jeden Fall würde mich sehr freuen, wenn ihr das weiterhin unterstützt. Kommentare, Bewertungen sind sehr, sehr gerne gesehen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Thema noch viel, viel größere Welt in Assassin's Creed. Braucht ihr sowas? Oder reicht es euch, wenn so eine große Stadt zu sehen ist? Mit vielleicht ein bisschen Umland oder sowas. Aber wie gesagt, ich rede danach schon von einer unfassbar großen Welt. Denn stellt euch mal vor, ihr seid in der Welt von GTA 5 nur zu Fuß unterwegs oder per Pferd, wenn überhaupt, bestenfalls. Das ist schon ganz schön riesig, oder? Naja. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.